Frühstücksmüsli. Zutaten für 4 Personen, eine kleine Bio-Banane / 2 Bio-Kiwis / 150 Gramm Bio-Weintrauben / 1 EL Zitronensaft / 1 EL Roro unbekanntes Zeichen Zucker / 200 Gramm Müsli Misko / 150 Gramm Joghurt. Zubereitung, Banane und Kiwis schälen, Banane in Scheiben schneiden, Kiwis halbieren und in Scheiben schneiden. Weintrauben waschen und halbieren. Den Zitronensaft in eine Schüssel gießen. Den Zucker dazugeben und so lange Rühr unbekanntes Zeichen rühren, bis er sich aufgelöst hat. Vorbereitetes Obst untermischen. Birchenmüsli mit dem Obst in 4 Schälchen verteilen und je 1/4 von Joghurt darauf geben. Frühstücksmoothies. Zutaten für 4 Portionen. 2 Bio-Nektarinen-Tee 500 ml Buttermilch / 100 ml Orangensaft / 1 EL Haferflocken / 30 Gramm Rohrzucker / Mark von 1 / 4 Vanilleschote / Zitronenmehl esse zum Garnieren. Zubereitung. Nektarinen kurz in heißes Wasser tauchen, kalt abschrecken, häuten, halbieren, den Stein entfernen und in Stücke schneiden. Mit Buttermilch, Orangensaft, Haferflocken, Zucker und Vanillemark in einen Mixer geben und parieren. Smoothie in Gläser füllen, mit Melisse garnieren und servieren. Schichtsalat. Zutaten für 6 Portionen. 250 Gramm Vollkornhörnchen / 300 Gramm Mozzarella / 400 Gramm Bio-Kerry-Tomaten / 2 Frühlingszwiebeln / Salz, Pfeffer / 300 N Flohkraut / 2 EL Olivenöl / 2 EL Aceto Balsamico Bianco / eine gehackte Knoblauchzehe / 2 EL gemischte Kräuter. Zubereitung. Die Nudeln in kochendem Salzwasser al dente kochen. Abgießen und gut abtropfen lassen. Den Mozzarella in Scheiben schneiden. Tomaten halbieren und die Stielansätze entfernen, Frühlingszwiebeln putzen. Tomaten in Scheiben und die Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden. Nudeln, Mozzarella, Tomaten und frühlingsunbekanntes Zeichen Zwiebeln abwechselnd in eine Schüssel schichten, dabei jede Schicht salzen und pfeffern. Für das Dressing Joghurt, Öl, Essig, Knoblauch und Kräuter in eine Schüssel verrühren, über den Salat. Bolognese. Zutaten für 4 Portionen. 80 Gramm Grünkern, beschrotet / 200 ml Gemüsefond / 1 EL Olivenöl / 1 / Z Feinzwiebel / 1 längs halbierte, in Scheiben geschnittenes Dardensellerie / 1 fein gewürfelte, kleine bio-mittelgroße Bio-Zucchine / 30 Gramm Tomatenmark / gewürfelte Bio. Karotte / 1 / Z fein gewürfelte Stange 1 Päckchen passierte Tomaten, 500 Gramm, / Satz, Pfeffer / 2 EL geschnittene Kräuter, Petersilie, Oregano, Thymian, Basilikum, Rosmarin, / J. Außerdem, 400 Gramm Spaghetti. Zubereitung, den Grünkern in einem Topf ohne Zugabe von Fett anrösten, den Fond angießen, aufkochen lassen, die Hitze reduzieren und ca. 15 Minuten köcheln lassen. Dabei öfters umrühren unbekanntes Zeichen rein. Die Flüssigkeit sollte ganz verbraucht sein. Das Öl in einem Topf erhitzen und das klein geschnittene Gemüse darin kurz anschwitzen, den Grünkern zufügen und kurz mit anschwitzen. Das Tomatenmark unterrühren und die passier unbekanntes Zeichen den Tomaten zu geben. Abschmecken und das Ganze weitere 20 Minuten köcheln lassen. Sollte es zu wenig Flüssigkeit sein, noch etwas Gemüse unbekanntes Zeichen Fond angießen. Die Spaghetti in genügend kochendem Salzwasser al dente kochen. Abgießen und gut abtropfen lassen. Die Kräuter zur Soße geben, nochmals abschmecken.